Über eines meiner Affiliate-Netzwerke bin ich auf die Software Ordeals aufmerksam gemacht worden. Und als ich die Seite gesehen habe, habe ich echt gedacht, Mensch, das ist echt mal ein Thema für ein Video, denn die Software bietet, laut der eigenen Beschreibung zumindest, total interessante Funktionen. Man kann ganz legal Musik, Radio, Filme und TV mitschneiden und das dann noch ins entsprechende Format konvertieren. Und ich hatte ja schon mal zu solchen Stream-Rippern oder, naja, Online-TV-Rekordern heißen die ja eigentlich richtig gesagt, Videos gemacht, zum Beispiel zu SafeTV, zu UTV und so Online-TV-Rekorder. Die bieten den Vorteil, dass sie einfach im Hintergrund, damit meine ich, das Gerät kann aus sein, das TV-Programm mitschneiden und ich kann mir das dann am Ende schön runterladen und anschauen. Das ist ziemlich bequem bei den Online-TV-Rekordern gelöst, da das Ganze in der Cloud quasi funktioniert, also im Internet bei denen auf den Servern und ich am Ende nur noch den Download zur Verfügung gestellt bekomme. Ob Ordeals One eine ähnlich gute Lösung ist und das dann auch noch für Musik, Radio, Filme und TV, das schauen wir uns in diesem Video an. Ich habe mir die Software natürlich jetzt schon ein bisschen angeschaut für dieses Video und habe auch vom Hersteller schon mal einen Key bekommen, dass ich das Ganze so testen kann. Und ich kann euch sagen, es ist irgendwie unbefriedigend, das Ganze. Manche Sachen sind gut, aber am Ende werden die torpediert durch einige Sachen, die einfach schlecht sind. Also ich habe hier zum Beispiel mal nach Die Ärzte gesucht und da ist zum Beispiel ganz okay sortiert. Das sind dann die einzelnen Alben drin, die die Ärzte veröffentlicht haben. Und die kann ich jetzt zum Beispiel nach rechts in meine Wunschliste ziehen. Diese Wunschlistenfunktion ist mir auch so ein bisschen schleierhaft, weil warum kann ich nicht einfach sagen, lad mir das runter. So, was macht das Ding jetzt am Ende? Das durchsucht jetzt legale Quellen, zum Beispiel kann das auch YouTube durchsuchen und dann die Audiospur von den einzelnen Liedern holen. Das hat aber schon implizit mal das eine Problem, dass ich nicht immer eine gleichbleibende Qualität bekomme. Das können wir jetzt hier gleich mal ausprobieren. Ich glaube, wenn ich auf Liste aktivieren gebe, genau, da gibt es diesen Wizard. Da kann man einfach durchgehen und so ein paar Sachen feststellen. Zum Beispiel möchte ich hier sagen, ja, da möchte ich Audiodateien und er soll mal drei Versionen sicherheitshalber runterladen, dass ich mir die beste raussuchen kann. Und dann kann ich hier bei Quellen und Qualität, zum Beispiel habe ich hier einen Qualitätsfilter. Das finde ich halt total schräg, weil der hat zwar Sterne, aber ich will jetzt eigentlich die technischen Daten haben, was ich ja genau einstelle und nicht einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, weil ich weiß auch gar nicht, was das bedeutet. Ich lasse das jetzt einfach mal auf 3 stehen. Ich würde fast denken, dass Radiosender die zuverlässigste Quelle sind, denn da bekomme ich immerhin wahrscheinlich 192 Kilobit pro Sekunde geliefert und nicht so eine Schrammelqualität wie auf YouTube zum Beispiel, wenn das Lied halt vor 10, 20 Jahren mal hochgeladen wurde. Gut, 20 Jahre so alt ist YouTube noch gar nicht, aber vor 10 Jahren in einer schlechten Qualität hochgeladen wurde, da habe ich halt immer so ein bisschen ein Problem. Ich gehe mal hier auf Websites verwalten, dass man mal sieht, wo der die herzieht, die ganzen Dinger hier, kann ich da noch durch? Nee. Also jetzt Soundcloud zum Beispiel, Vimeo, YouTube, da sucht er einfach nach den Musikstücken und versucht die dann herunterzuladen, zu konvertieren und so weiter. So, ich breche das jetzt aber mal ab. Hier ist zum Beispiel Musikwebsites bevorzugen oder ausbalanciert. Also ich finde die Option überhaupt nicht sprechen. Hier sagt er zum Beispiel, lädt Wünsche von Musikwebsites runter und wenn nicht, dann wird halt vom Radio gestreamt. Ich wüsste jetzt auch gar nicht so richtig. Ah ja, hier kann ich sogar einstellen. Weil ich meine, warum heißt das Sender verwalten? Ganz ehrlich, wenn ich Sender verwalten klicke, dann erwarte ich doch da nicht die Qualität. Aber okay, da kann ich schon mal eine minimale Bitrate einstellen. Also obwohl ich mir die Software angeschaut habe, habe ich immer so ein paar Überraschungen. So, und Websites verwalten. Was könnte ich denn jetzt machen, wenn ich sage, ich will nur im Radio mitschneiden? Keine Ahnung. Also ich kann ja einfach mal die ganzen Plugins hier ausklicken und sage hier ausbalanciert und hoffe, dass das dann von Radiosendern mitschneidet oder so. Keine Ahnung. So, Verarbeitung haben wir hier noch. Und hier ist so ein komisches Ding, das verstehe ich auch nicht. Wunschliste automatisch deaktivieren, sobald 10 Aufnahmen. 10 Aufnahmen was? Ich gehe Pause oder, also was ist ein deutscher, ist kein deutscher Satz? Naja, auf jeden Fall hat das mir immer ein bisschen Ärger gemacht, weil er immer nach 10 Tracks aufgehört hat und wenn ich ein Album mit 20 hatte, komisch. Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also ich mache jetzt mal Aufnahmen 1000 oder ich kann eigentlich, was ist das hier? Ja, einfach den Haken raus, die wird einfach gar nicht deaktiviert. Ich aktiviere die jetzt mal. Hier habe ich ja 19 Tracks, wenn der nach 10 aufhört, der hat super. Jetzt weiß ich gar nicht, was der so richtig macht. Ich habe ja die ganzen Websites deaktiviert. Das heißt, der muss die ganze Zeit warten, bis das irgendwo in einem Radiosender läuft. Und der Kniff hier ist, das macht er nicht online, sondern das macht er lokal auf eurem PC. Und im Umkehrschluss heißt das, die Software und der PC muss die ganze Zeit laufen. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich einiges vorbereitet hatte zu diesem Video und ich habe einfach mal ein paar Sachen eingereiht und er hat auch tatsächlich was runtergeladen. Und ihr seht vielleicht schon, was das Problem ist. Er lädt einfach in einen Ordner stumpf die ganze Musik rein
Und ich bin jetzt damit beschäftigt, oder wie auch immer sich das Programm das vorstellt, dass ich jetzt anfange, das Ganze zu sortieren. Also ich müsste jetzt zum Beispiel mal schauen, Ansicht, Details. Und hier könnte ich jetzt, müsste ich jetzt halt sortieren, nach Album zum Beispiel, und müsste gucken, dass ich die ganzen Sachen irgendwie nach Album sortiere, irgendwo reinkopiere. Ich meine, das kann man schon machen. Und das ist ja jetzt hier zum Beispiel auch ein Vorteil, dass die Texte dann direkt übernommen werden. Aber irgendwie ist mir das zu viel Arbeit. Also warum kaufe ich mir denn Spotify zum Beispiel? Der Kniff ist doch, dass ich da einfach auf meinem Smartphone oder auf allen anderen Geräten Musik hören kann, die schon komplett vorsortiert ist und ich mir keine Gedanken machen muss, wie ich die jetzt sortiere, speichere und so weiter. Gut, jetzt habe ich aber insgesamt, glaube ich, genug geredet von dem Programm. Ich habe jetzt auch nur Musikstreaming hier behandelt. Soll ich euch das andere noch zeigen? Ja, ich kann mal kurz durchgehen. Podcast ist ein klassischer Podcast-Player, brauche ich nicht in so einer Software. Podcast kann man immer runterladen, da habe ich hier keinen Mehrwert. Fernsehen ist auch völlig schwachsinnig. Die öffentlich-rechtlichen kann ich mir sowieso alle aus der Mediathek laden oder das meiste zumindest. Hier steht auch Mediatheken zum Beispiel. Wenn ich nämlich jetzt hier irgendwo draufklicke, dann versucht er das zum Beispiel von TV Now runterzuladen. Beim Live-TV wiederum finde ich dann die privaten Sender nicht, kann also nichts aufnehmen, was ja von irgendeiner Relevanz wäre, weil die anderen Sachen sind eh wahrscheinlich frei verfügbar, die dort in der Liste stehen. Ja, also das ist irgendwie insgesamt unbefriedigend und der Vorteil, dass man sagt, naja, man hat jetzt hier alles in einem Programm, der ist auch irgendwie nichtig, weil das Programm einfach kompliziert ist und schlecht zu bedienen ist, finde ich zumindest. Ja, was haben wir noch? Video-Streaming, ja, habe ich auch ausprobiert. Ich kann halt einfach mit einem Browser auf Netflix gehen und der versucht dann im Hintergrund den Stream aufzunehmen. Das funktioniert auch gut, allerdings habe ich ja Netflix nicht, weil ich was aufnehmen will, sondern weil ich es eigentlich nur einmal streamen will. Wenn ich dann einen Film aufnehmen will, muss auch der PC ganze Zeit im Hintergrund laufen und die Aufnahme anfertigen und da gibt es dann auch wieder Probleme mit dem Ton zum Beispiel. Also es funktioniert schon alles, was das Programm irgendwie verspricht. Also ich kann Sachen aufnehmen, ich kann irgendwie die Videoportale nutzen, um was runterzuladen. Der kann konvertieren, der kann aus YouTube heraus zum Beispiel die Tonspur abgreifen und da ein Lied draus machen. Und das scheint mir auch so einigermaßen legal zu sein. Aber ich finde einfach die Bedienung schlecht. Jetzt hier, wo bin ich jetzt hier zum Beispiel wieder gelandet? Jetzt bin ich hier bei den Ärzten drin, in irgendeinem Überblick. Also ich finde das furchtbar. Da muss ich hier wieder zurück. Dann bin ich hier auf dieser Wunschliste und da wartet er jetzt die ganze Zeit. Also allein, dass der PC schon laufen muss und ich dann am Ende gucken muss, wie ich mit den Mediendateien klarkomme, die ich da irgendwie runtergeladen habe, das ist für mich schon absolut der Killer, das zu benutzen. Also macht für mich keinen Sinn und ich weiß ja auch nicht immer, was ich da für eine Qualität bekomme. Ja, und genauso ist es dann halt auch mit der Sortierung. Zum Beispiel, wenn ich mal Mark Foster eingebe, kriege ich gar keine Alben angezeigt, sondern nur die Top-Hits. Also das macht für mich einfach wirklich wenig Sinn, weil wenn die Sortierung hier schon nicht stimmt, dann komme ich ja hier mit dem Quatsch eigentlich gar nicht mehr klar. Dann bin ich ja nur noch am händischen Nacharbeiten. Und ganz ehrlich, dann laufe ich halt in den CD-Laden, hole mir die CD und lese die ein, wenn ich da eine MP3 draus haben will. Oder noch einfacher, ich kaufe mir die einfach. Das ist vielleicht für Data-Hoarder interessant, die einfach alles irgendwie abgreifen und haben wollen und sammeln wollen. Aber die müssen dann halt auch damit rechnen, entsprechend Arbeit reinzustecken. Ich finde die Lösung hier überhaupt nicht gelungen, wenn das Ganze wenigstens irgendwie sortiert und online gewesen wäre, sodass mein PC nicht die ganze Zeit laufen muss. Da wäre das noch einigermaßen okay gewesen, aber so bin ich völlig überfordert mit dem Teil. Nee, kostet übrigens auch 60 €. Da könnt ihr euch auch irgendwo ein Abo von Spotify oder so eine Zeit lang klicken. Also ich bin damit echt irgendwie unzufrieden. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich für so eine Software, die es hier mal einen Blick wert ist. Auf jeden Fall hat diese eierlegende Wollmilchsau mich jetzt hier nicht überzeugt. Affiliate-Link kriegt ihr natürlich trotzdem in der Videobeschreibung. Ja, viel Spaß damit.